Ja, ich glaube, wir sind jetzt on air. Mein Name ist Volkan Aar. Ich bin Redakteur im Ressort Tat 2. Das ist das Gesellschafts- und Medienressort. Und ich begrüße Sie und euch herzlich zur vierten Ausgabe der Taz Talks. Mein Gast heute heißt Aladin Elmar Falani, geboren im Ruhrgebiet, ein Dortmunder. Der seit 2019 Professor ist an der Uni Osnabrück und zwar am Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Er hat vorher als Lehrer gearbeitet am Berufskolleg in Aalen. Er hat als Professor für Politikwissenschaft gearbeitet. Er hat als Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gearbeitet. Also es ist jemand, der sich mit Bildung auskennt und zwar aus allen möglichen Perspektiven, auch selbst natürlich als Schüler und Student. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mythos Bildung, Untertitel Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Und wir wollen heute mit ihm über dieses Buch sprechen, über seine Thesen und über die Fragen, die er gestellt hat und versucht hat zu beantworten. Aber all das natürlich vor dem Hintergrund von Corona. Seit die Pandemie ausgebrochen ist, seit es diese Beschränkungen gibt, wird ja auch ganz viel über Bildung diskutiert und über den Umgang sozusagen mit dieser Situation mit Blick auf Schülerinnen und Schüler. Genau, er ist jetzt gerade auch in seiner Wohnung, nehme ich an. In meinem Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Wie ist es denn bei dir? Machst du gerade auch Homeoffice? Ja, hi. Ich mache überwiegend Homeoffice, ja. Ja, übrigens, wir haben uns schon kennengelernt und wir haben beschlossen, uns zu duzen. Das nur am Rande. Genau, Homeoffice. Als ich dein Buch gelesen habe, Aladin, da muss ich oft an meine eigene Schulzeit denken. Und irgendwann habe ich mich dann auch gefragt, wie es wohl für mich wäre, jetzt heute als Schüler sozusagen, mitten in der Corona-Pandemie. Wie stellst du dir denn deine Kindheit vor unter Corona? Also kannst du dir das irgendwie ein bisschen ausmalen, wie es bei euch zu Hause für dich in der Schule ausgesehen hätte unter Corona? Also, dass die Schule ausfällt, hätte mich nicht so sehr gestört. Ich habe früher mal gesagt, Schule ist ganz in Ordnung, der Unterricht stört nur ein bisschen. Also, dass der Unterricht ausfällt, wäre nicht das Problem gewesen, aber gerade in der Zeit des richtigen Shutdowns wäre das, glaube ich, schlimm für mich gewesen, weil ich so ziemlich nur zum Schlafen und zum Essen nach Hause gekommen bin. Und sonst nur unterwegs war. Und das stelle ich mir hart vor. Kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Alter. Vielleicht reden wir gleich nochmal drüber, dass es natürlich unterschiedliche Auswirkungen hat, je nachdem, wie alt Kinder oder Jugendliche sind und wie so die Lebenssituation ist. Ja, du schreibst in deinem Buch auch ganz oft und ganz viel darüber, was sozusagen der Ort Schule für Kinder bedeutet, für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, aus sozial schwachen Verhältnissen. Ja, also ich frage mich, hast du den Eindruck, oder ich frage mich, ob genug darüber diskutiert wird? Hast du den Eindruck, dass sozusagen genug über diese Frage diskutiert wird, Schule als Ort und welche Bedeutung dieser Ort für Kinder hat? Jetzt gerade meinst du? Ja, also wie ordnest du diese Debatte ein, diese Debatte über Bildung, ne? Also ich habe viele Beiträge gelesen, in denen es um die Frage der Digitalisierung ging. Also da ging es dann oft wirklich um technische und praktische Fragen, wie viele der Haushalte sind ausgestattet mit Laptops, wie haben die Kinder Zugang zu den digitalen Inhalten, wie sind die Schulen ausgestattet. Da wurden immer wieder Mängel festgestellt, was ja irgendwie auch offensichtlich ist. Genau, also wie ordnest du die Debatte gerade ein? Findest du sie zufriedenstellend und was Also ist mit der Schule als Ort? mittlerweile wird es besser, würde ich sagen. Also es wird immer mehr auch über Kinder und Jugendliche gesprochen und nicht nur über so abstraktere Fragen. Und mittlerweile kommen auch ein paar benachteiligende Faktoren mit im Spiel. Ich höre immer häufiger Kindeswohlgefährdung, Kinderschutz und so weiter. Aber jetzt
Und hier und da hört man auch mal so in einem Nebensatz, dass es um Kinder in Armut, in benachteiligten Verhältnissen und so weiter geht. Also es wird besser, aber vor ein paar Wochen noch fand ich schon irre, wie die Leute abgewägt haben zwischen Wirtschaft und Gesundheit, wo es eigentlich eher darum geht, abzuwägen zwischen der Situation von älteren Menschen und jüngeren Menschen. Ja, denn also gerade diejenigen, die ja offensichtlich am wenigsten durch das Virus selbst bedroht sind, sind am stärksten durch die Maßnahmen, also durch den Shutdown, belastet worden, wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte. Und das war offensichtlich notwendig, aber dann nur Wirtschaft gegen Gesundheit abzuwägen, also ich würde sagen, für die Gesundheit der Kinder und auch für die Lebenschancen der Kinder hat das schon Einschränkungen mit sich gezogen. Und zwar unterschiedlich, ne? Also für Kita-Kinder oder Grundschulkinder ist es natürlich ganz anders als für Studierende oder Berufsschüler. Über Berufsschüler spricht man kaum. Die haben echt ein Päckchen zu tragen. Wenn man überlegt, die hatten auch keinen Unterricht oder naja, irgendwie Unterricht. Für die war ganz lange nicht klar, wie das mit den Abschlussprüfungen läuft. Deren Betriebe haben entweder, je nachdem, was sie für eine Ausbildung machen, hardcore gearbeitet auf einmal unter Hochdruck oder gar nicht, stehen vor der Pleite. Die wissen gar nicht genau, ob sie ihre Ausbildung da fortsetzen können. Diejenigen, die kurz vorm Ende der Ausbildung stehen, wissen nicht, wie der Arbeitsmarkt sein wird, wenn sie sich bald bewerben wollen. Und. Und wenn dann auch, also wenn dann Azubis in einer prekären familiären Situation sind, ist das natürlich heftig. Oder ein anderes Beispiel, woran viele nicht gedacht haben, selbst wir als Uni nicht gedacht haben. Wir haben super tolle Ideen entwickelt, wie man digitale Lehre machen kann. Und auf einmal, dafür braucht man eine gute Internetverbindung. Und die Studierenden haben die nicht. Ja. Und zwar nicht, weil in Osnabrück das Internet so schlecht wäre, sondern weil es so ist, dass es so eine Kettenreaktion gegeben hat. Ganz viele Studis haben ihre Jobs verloren, in der Gastronomie überwiegend, haben deshalb ihre WG-Zimmer aufgegeben, mussten zu ihren Eltern ziehen, viele auf dem Land, und haben katastrophale Internetverbindungen. Und dann kann man natürlich sich die tollsten Sachen ausdenken, wenn das dann technisch nicht barrierefrei ist, funktioniert es nicht. Und das fand ich ziemlich interessant, dass es am Ende eher scheitert an der Infrastruktur und an den Möglichkeiten der Studierenden als an der Uni. Das ist ein großer Unterschied zu Grundschulen oder weiterführenden Schulen. Da sind die Schulen auch schlecht ausgerüstet. Ich würde sagen, im internationalen Vergleich können auch Unis in Deutschland noch ein bisschen aufholen. Aber insgesamt hätte man schon einiges Schönes anbieten können an der Uni mit viel Umstellung. Also ich habe noch nie so einen Aufwand gehabt für die Lehre, weil nun mal alles anders jetzt organisiert sein muss. Aber viele richtig schöne Sachen haben jetzt so nicht funktioniert. Aber das Allerschlimmste, Grundschulen. Also Grundschulen sind jetzt für die Kinder, also Grundschulkinder, die haben wahrscheinlich das größte Problem mit der jetzigen Situation. Und es wird wirklich ganz schlimm, wenn der normale Unterrichtsbetrieb erst in einigen Monaten einsetzen kann. Also wenn wir über viele Monate eine eingeschränkte Grundschulphase haben, dann kann es echt sein, dass man selbst in Jahren diese Lücke noch messen kann. Und wie findest du, wie das jetzt gerade gemacht wird? Also die Schulen werden ja jetzt nach und nach und für bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern geöffnet, also zunächst die Prüfungen ablegen müssen, dann diejenigen, die sozusagen im nächsten Jahr Prüfungen ablegen müssen, dann sozusagen die letzten Klassen in der Grundschule etc. Also da gibt es ja auch verschiedene Regelungen von Land zu Land und verschiedene Länder gehen verschieden damit um. Das, ja, die Perspektive ist, dass bis zum Sommer eine Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sein soll, allerdings abwechselnd sozusagen
ein Wechsel von Homeschooling und Präsenzunterricht. Was hältst du denn davon, wie jetzt damit umgegangen wird und wie jetzt wieder sozusagen die Rückkehr zur Schule stattfindet? Also man kann über viele Sachen diskutieren. Ich will mich da jetzt nicht in die konkreten Abläufe oder Überlegungen einmischen, aber man muss schon echt fragen, warum so extrem auf die Abschlüsse geguckt wird, auf die Abschlussklassen, weil im Prinzip dort in den Abschlussprüfungen nichts geprüft wird, was nicht schon mal geprüft und benotet wurde. Also man könnte auch einfach sagen, das ist okay, so ausnahmsweise, oder es irgendwie anders organisiert, aber den Schwerpunkt darauf zu legen, kann man machen, aber ich finde es schon ziemlich schade, dass es so aussieht, dass jetzt über echt einen langen Zeitraum noch Grundschulkinder nur einmal in der Woche zur Schule gehen. Ist immer noch besser als gar nicht, weil an dem einen Tag in der Woche kann man ja ein paar Sachen organisieren, die man dann dass man ein bisschen strukturierter von zu Hause aus arbeiten kann und die Lehrkräfte ein bisschen mehr Einblicke haben. Aber ich glaube, man hätte es organisieren können, dass alle jeden Tag kommen, aber dann eben nur 2 Stunden und dann, dass das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen wird oder so. Ich glaube, da wären viele Sachen möglich gewesen, aber also es hat echt viel damit zu tun, dass die Schulorganisation und ich meine, darüber schreibe ich ja in dem Buch, die ganze Organisation der Schule, aber selbst auch die Architektur, also der ganze Schulbau, der ist nun mal ziemlich knapp bemessen. Jeder von uns kennt Schulen und geht ja auch jetzt manchmal irgendwo hin. Die sind echt klein und eng. Und man kriegt es ja nicht einmal hin, eine anständige Kantine da zu haben. Und wenn jetzt auch noch Distanz gewahrt werden soll bei Räumen, die chronisch zu klein sind, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber das Problem kommt eigentlich daher, dass vorher viele Sachen versäumt wurden. Also die Toiletten und die ganzen Sanitäranlagen waren nun mal so, wie sie sind, was jetzt ganz relativ ungünstig ist. Bis hin zu, es hat sehr lange gedauert, bis viele Lehrkräfte wahrgenommen haben, was die Kinder überhaupt von zu Hause aus hinbekommen. Das ist zum Beispiel etwas, also kein Schulsystem der Welt ist auf so eine Pandemie vorbereitet. Aber es gibt schon die Möglichkeit, oder es ist schon möglich, dass Lehrkräfte alle wissen, was die Kinder zu Hause haben. Mhm. Und das wäre eben so eine Sache. Ne? Wie genau wissen die Pädagoginnen und Pädagogen Bescheid, wie die Lebenswelt und die Lebensverhältnisse der Kinder sind? Das wäre. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Lehrerinnen und Lehrer, die darüber berichten, ne? Über ihre Überforderungen jetzt, aber auch über die Erkenntnis, was möglich ist und was nicht möglich ist, wie das sich auch unterscheidet zwischen verschiedenen Schülergruppen. Also Homeschooling hat seine Grenzen einerseits, aber andererseits, was mich beschäftigt hat, als ich diese Debatte verfolgt habe, ist tatsächlich auch diese Orientierung an Abschlüssen, wie du auch gesagt hast, also dieses sehr, sehr zielorientierte, ne? Also im engeren Sinne. Also es gibt die Abschlüsse, es gibt Lehrinhalte, die sozusagen abgefertigt werden müssen. Es geht um die technische Frage, wie sich das bewerkstelligen lässt. Aber es wurde meiner Ansicht nach wenig darüber gesprochen, was sind die Bedürfnisse, ne? Und in deinem Buch schreibst du ja auch, deswegen war es interessant, dein Buch sozusagen in dieser Corona-Phase zu lesen, erzählst du ja auch immer wieder von der besonderen Bedeutung, das habe ich vorhin schon gesagt, der Schule als Ort für Kinder aus benachteiligten Familien, weil das sozusagen ein Ort ist, an dem man über das hinausgehen kann, was man von zu Hause kennt, weil es ein Ort ist, wo man Neues lernt, weil es ein Ort ist, wo man Dinge sieht und Dinge hört, die man zu Hause nicht hört. Also im Grunde ist es der Ort des Ausbruchs aus der sozialen Determiniertheit, sagen wir mal. Und daran musste ich oft denken. Also es geht darum, natürlich in dem großen Ganzen und in dieser großen Debatte Lockerungen, wie, wann geht es zurück? Da spielen ja auch ganz viele andere Interessen und Aspekte mit rein, ne? Ökonomische Interessen, andere gesellschaftliche Bereiche. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Bildungsbereich oder das Thema Schule
weil er so viele Menschen aus nächster Nähe betrifft und weil er so fassbar auch ist, sehr emotionalisiert ist. Und dass sozusagen verschiedene Debatten und verschiedene Akteure, die diskutieren, sich auch mit diesem Wissen und mit diesem Eindruck, dass es ein sehr emotionalisierter Bereich ist, auf dieses Feld begeben und dann mit über Bildung diskutieren, also sozusagen mit Betroffenen, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Leuten wie dir, aber vielleicht auch andere Interessen haben, also irgendwie andere Interessen an Lockerungen haben. Ich hatte auch oft den Eindruck, Schulöffnungen sind halt sozusagen irgendwo auch ein Indikator. Wenn man die Schulen wieder in den Normalbetrieb nehmen kann, dann hat man eigentlich relativ wenig Argumente gegen andere Beschränkungen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Also es muss so schnell wie möglich muss in Deutschland, müssen die Schulen wieder geöffnet werden und Fußball gespielt werden. Das sind so das Sachen. Das eine passiert ja jetzt am Wochenende schon. Ja. Und Schulen, ich meine, die werden ja auch geöffnet und beides total eingeschränkt. Im Stadion sind ja auch keine Leute. Das ist immer ein fieser Vergleich, wenn man sagt, die dürfen spielen und in den Schulen ist kein richtiger Betrieb. Das ist tatsächlich so, und das mache ich ja in dem Buch echt richtig stark, dass wir schon meckern können, dass die Schulen es nicht hinbekommen, soziale Ungleichheit auszugleichen. Mhm. Aber dass sie nicht schuld an der sozialen Ungleichheit sind. Also deswegen, der Untertitel ist ein bisschen krass, ne? Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Aber da ist ja schon die ungerechte Gesellschaft. Ja. Die Gesellschaft selber produziert diese Ungleichheit. Und offenbar ist unsere Gesellschaft strukturell darauf angewiesen, ne? Dass sie ungleich ist. Und wenn jetzt Schule nicht stattfindet, ist das für die Ungleichheit viel schlimmer, als wenn sie stattfindet. Ja, ich finde, es ist ambivalent. Das weiß man aus der Forschung. Ferien sind ungünstig im Hinblick auf Kompetenzunterschiede, je nach Schichtzugehörigkeit. Die sind nur 6 Wochen lang, die Sommerferien. Wenn wir es jetzt über ein paar Monate haben, ist es deutlich schlimmer. Und wenn man sieht, warum Ferien oder jetzt diese Phase so ungünstig ist, dann liegt es daran, weil man praktisch nur noch auf seine Herkunft zurückgeworfen ist, nichts anderes mehr erlebt. Und dann gibt es halt Kinder, die leben dann in einem total anregungsreichen Umfeld und andere, die eben in einem nicht anregungsreichen Umfeld leben. Und das macht dann die Unterschiede wirklich wesentlich aus. Nicht anregungsreich ist ja auch sehr, sehr milde formuliert, würde ich mal sagen. Also es gibt ja sicher auch Haushalte und Familien, wo es halt ja auch andere Probleme gibt. Ne? Also die Begrenzung des Raums, der Familie zur Verfügung steht, Gewalt, psychologische Belastungen in der Familie. Darüber wurde ja auch viel, viel geschrieben, was ich sehr erfreulich fand, dass sozusagen relativ schnell manche Kolleginnen und Kollegen diese Perspektive in Angriff genommen haben und aufgegriffen haben. Ich finde, ich meine, du kommst aus Dortmund. Wir haben vorhin, bevor uns die Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschaltet wurden, haben wir schon ein bisschen über Dortmund gesprochen. In deinem Buch besprichst du auch das Beispiel Dortmund-Nordstadt, sozusagen, wo du auch lange gewohnt hast. Jetzt wohnst du in einem anderen Stadtteil. Und das, was du gerade gesagt hast, Bildung ist nicht das Problem, sondern eher ein Symptom, kann man vielleicht sagen. Natürlich ist es ein Ort, wo Akteure handeln, wo Macht ausgehandelt wird, wo Privilegien verteidigt werden, wie du schreibst in deinem Buch. Aber im Grunde ist die Bildung und wie sie organisiert ist, ein Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das hast du am Beispiel von der Nordstadt auch versucht zu erklären. Magst du das kurz mal umreißen? Das fand ich sehr interessant. Ja, das ist wirklich eine Arbeit gewesen, die somit das Interessanteste war, was ich im Forschungsbereich gemacht habe. Und zwar kann man sagen, dass es so einen paradoxen Effekt gibt, wenn in einem Stadtteil konzentriert in Bildung im allgemeinsten Sinne in Bildung investiert wird. Das ist in der Dortmunder Nordstadt passiert. Wenn man es kurz zusammenfassen möchte, also man hat in alles investiert, was Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugutekommt. Hat irgendwann den Effekt gehabt, dass bei Interviews mehrere Nordstadtbewohner
immer den gleichen Satz gesagt haben. Ne? Hier kannst du dein Kind aus dem Fenster werfen, irgendein Sozialarbeiter fängt es auf. Also es war so ein Running Gag. Das ist also keinem verborgen geblieben. Schulen haben dort Preise gewonnen, bundesweite Preise, machen krasse, umfassende Arbeit und wirklich sehr engagiert, weil es auch nötig ist. Und das hat dazu geführt, dass einerseits messbar, durch uns messbar, die Bildungschancen der Kinder, die dort aufwachsen, gestiegen sind. Und zwar ganz überproportional zur gesamten Stadt. Aber gleichzeitig, dass dem Stadtteil überhaupt nichts genutzt hat. Man könnte sogar fast sagen, das Gegenteil ist passiert. Weil die Leute weggegangen sind. Genau. Diejenigen, die davon profitiert haben, von den Kindern, die dann eine erhöhte Gymnasialquote, eine erhöhte Abiturientenquote, total viele Jugendliche und junge Erwachsene, ne, durch Berufsförderung und so weiter, sind alle wunderbar untergekommen und sind dann weggezogen. Und die Fluktuation in dem Stadtteil ist gestiegen. Dadurch wird ganz viel Wohnraum frei. Dann kommen neue Menschen, die auch soziale Probleme haben, weil es insgesamt ein sehr günstiger Stadtteil ist. Und also es gibt eine große Fluktuation. Keiner kennt sich mehr, weil die Bevölkerung richtig über ein paar Jahre gesehen fast schon zur Hälfte ausgetauscht ist. Also keine soziale Kontrolle, keine Solidarität. Und gleichzeitig sind aber neue benachteiligte Menschen, Personengruppen, Familien hinzugezogen. Und das hat dazu geführt, dass die Stimmung in dem Stadtteil nicht besser geworden ist, obwohl die Bildungsinvestitionen echt erfolgreich waren. Also das kann man nicht zu sagen. Und das ist eben etwas, was ich immer sehr betone. Dass Bildungspolitik ist total wichtig. Ich bin Bildungsforscher, ich kann Bildung nicht schlecht finden. Aber Bildung ist keine Allzweckwaffe. Also Bildungsinvestitionen können nie falsch sein, aber sie sind keine Stadtteilpolitik. Sie sind auch nur begrenzt für ganz viele Randphänomene brauchbar. Und für mich noch entscheidender ist, dass Bildung, um jetzt mal wieder die Nordstadt zu verlassen, dass man mit Bildung auch nicht beliebig irgendwelche gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Also weder Rechtspopulismus oder irgendwelche extremistischen Formen, Radikalisierung sind lediglich ein Bildungsproblem. Noch ist es so, dass wir ein Erkenntnis- oder ein Bewusstseinproblem haben, also ein Bildungsproblem haben, was den Klimawandel angeht. Und wenn wir es kurz am Klimawandel festmachen wollen, da ist es, finde ich, am eindrücklichsten zu sehen, je höher das Bildungsniveau einer Person, desto mehr CO2 verbraucht sie. Je höher das Klimabewusstsein einer Person, also das Bewusstsein, dass das mit dem Klima so nicht weitergeht, wir müssen Umweltschutz investieren, desto höher ist der ökologische Fußabdruck und desto tiefer ist der ökologische Fußabdruck. Und das können wir auch auf Nationen beziehen. Je höher das Bildungsniveau eines Landes ist, eines Staates, desto größer ist der CO2-Verbrauch pro Person. Und. Also man merkt, dass so einfach ist es nicht. Und genauso sind alle Probleme, die wir mit der Digitalisierung zum Beispiel haben, lassen sich auch nicht auflösen, dass jeder jetzt, wenn jeder gebildeter wäre, hätten wir die Probleme immer noch. Also dass viele politischen Probleme werden auf eine Art und Weise diskutiert, dass ich regelmäßig den Eindruck habe, wenn man nicht mehr weiter weiß, ne, kommt so ein Totschlagargument, wir müssen in Bildung investieren. Irgendwo ist ein Problem und man hat gerade keine Lust, das Problem richtig anzupacken. Und dann sagt man, wir müssen in Bildung investieren, das sollen die Schulen machen und. Und das finde ich problematisch. Also Bildung ist total wichtig, aber es ist keine Allzweckwaffe. Wer einen Stadtteil verbessern will, muss den Stadtteil verbessern. So banal ist das. Ja. Und das kann man ganz gut an den Bildungsaufsteigern erkennen. Also wenn die Aufsteiger aus dem Stadtteil flüchten, scheint der Stadtteil nicht lebenswert zu sein. Mhm. Wenn man also Stadtteilpolitik macht, muss man Stadtteil lebenswerter machen. Dass zumindest die Aufsteiger dort bleiben.
Und naja, also Bildung löst nicht alle Probleme. Und ja, ich meine, das, also damit wurdest du ja auch oft zitiert, ne? Mit, also wenn man das jetzt zuspitzt mit dem Satz, Bildung ist keine Lösung. An manchen Stellen wurdest du auch zitiert mit, Bildung verursacht sogar noch mehr Probleme oder löst mehr Probleme und Konflikte aus. Und ich meine, es ist ja nicht nur die Politik oder es sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, die dann sozusagen Bildung abstrakt und floskelhaft genug finden, um das einfach mal zu droppen, um irgendwie irgendeine Art von Lösungsdebatte führen zu können. Es ist ja auch, ja, ich glaube, das haben ganz viele Menschen aus verschiedenen Schichten und sozialen Hintergründen verinnerlicht, oder? Also ich kann mich an meinen Vater und an meine Mutter erinnern, die gesagt haben, Oku Adamol auf Türkisch, das heißt, studiere oder bilde dich und werde ein Mann, werde ein Erwachsener und werde ein sozusagen gebildeter Mensch. Das ist ja etwas, was irgendwie, ja, das Bildungsideal, was universell sozusagen verinnerlicht wurde und irgendwie auch oft dann als Lösung angerufen wird. Ich würde gerne über das Thema Aufstieg mit dir sprechen, weil das ist ja ein zentrales Motiv in deinem Buch sozusagen. Wer lässt es das deutsche Bildungssystem Kindern aus sozial schwachen Familien zu, einen Bildungsaufstieg zu vollziehen? Ja, also allein wegen dieser Frage kann ich auch an alle Menschen, die jetzt gerade zuschauen, empfehlen, das Buch zu lesen. Ich fand es sehr spannend, wie du das an verschiedenen Punkten festgemacht hast. Also einerseits das soziale Umfeld der Kinder, das prägend ist. Andererseits, wie die Beurteilung in der Schule ist, sozusagen, oder das Erlebnis, die Selbstwahrnehmung der Kinder, aber auch sozusagen, wie die Kinder erlebt werden von den Lehrerinnen und Lehrern, Mitschülern. Und andererseits hast du sozusagen über das Verhältnis der Kinder zu sich selbst und zur Welt gesprochen. Also du arbeitest sozusagen mit dem Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu. Wie würdest du Habitus definieren, wenn wir es jetzt mal kurz definieren, bevor ich meine Frage zu Ende führe? Oh, wie lange habe ich Zeit, das zu definieren? Also ich würde sagen, so knapp wie möglich. Das ist eine gelernte soziale Mentalität. Ja. Also die Art und Weise, wie man die Welt erlebt, wahrnimmt und ganz besonders prägt das Denk- und Handlungsmuster. Ja, ich habe zwei Zitate gegenübergestellt. Also nachdem ich dein Buch gelesen habe, einer der Punkte, wie ich gesagt habe, war ja, wie werden diese Kinder in der Schule wahrgenommen? Und wie werden sie beurteilt? Wie werden sie bewertet? Wie werden sie gefördert? Und da zitierst du sogar mehrmals diesen Satz aus einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Und da geht es darum, das ist sozusagen eine Empfehlung an die Schulen, glaube ich, an die Schüler, an die Schulen und an die Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen eine Empfehlung aussprechen für die weiterführende Schule. Und da geht es darum, wie diese, also nach welchen Kriterien diese Empfehlung erfolgt für die weiterführende Schule. Und ich lese mal kurz vor, diese Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Für die Entscheidung über eine Aufnahme eines Kindes in eine weiterführende Schule sind für eine erfolgreiche Bildungsarbeit unentbehrliche Kenntnisse und Fertigkeiten festzustellen. Es sind aber auch Eignung, Neigung und Wille des Kindes zu geistiger Arbeit insgesamt zu werden. Das ist sozusagen diese Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Und dann, dieses Zitat hat mich sehr beschäftigt, diese Empfehlung. Und ich habe dann ein bisschen geschaut, wie irgendwie versucht, etwas sozusagen eine prägnantes Zitat von Bourdieu zu finden, wie er Habitus beschreibt. Und da habe ich gefunden, Zitat Pierre Bourdieu, ein französischer Soziologe, der sozusagen diesen Habitus-Begriff geprägt hat, weil ich das vorher noch nicht gesagt habe. Bourdieu beschreibt Habitus wie folgt. Der Begriff Habitus bezeichnet im Grunde eine recht simple Sache. Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist. Mit anderen Worten, der Habitus ist ein System von Grenzen. Also genau, dass diese zwei Zitate, und ich fand, dass die perfekt zusammenpassen, weil es ja darum geht, welches Verhalten traue ich dem Kind zu? Welches sozusagen, welche
Soziale Intelligenz traue ich dem Kind zu, welche kulturelle Intelligenz, kulturelles Wissen. Und ich meine, wie sollen Lehrer Eignung, Neigung und Wille des Kindes zu geistiger Arbeit insgesamt bewerten? Genau. Was sagst du dazu? Gute Frage. Also als Habitustheoretiker oder mal mit Bourdieu gesprochen, steht da im ersten Satz, den du vorgelesen hast, man muss gucken, was die Kinder können, ne, die Fähigkeiten. Ja. Aber, und das ist der zweite Satz, mit Eignung, Neigung und Wille zu geistiger Arbeit, könnte auch einfach bedeuten, bewertet den Habitus oder noch deutlicher, bewertet die soziale Herkunft indirekt aber auch mit. Ja. Das, aber man muss es ein bisschen, also vorsichtiger sagen, gemeint ist wahrscheinlich, hoffentlich, so wird es in der Regel verstanden, wenn die Kinder super gut sind, nur Einsen haben, dann ist der zweite Teil nicht mehr so relevant. Ne? Aber so in den Grenzfällen. Aber es gibt Fälle, oder? Also ich meine, ich kenne Fälle aus meiner eigenen Jugend, aus meiner eigenen Schulzeit. Ich glaube, du hast das im Buch sogar auch angesprochen, dass es Fälle gibt, in denen Schüler und Schülerinnen sozusagen die Noten fürs Gymnasium haben, aber trotzdem eine Empfehlung für die Realschule, teilweise sogar für die Hauptschule bekommen haben. Ja, also es gibt diese Fälle. Und ein zweiter, und das fand ich viel schwerwiegender, war der Punkt, den du beschreibst, dass die Eltern sozusagen ihre Kinder herabstufen. Also ich meine, diese Empfehlung ist ja in vielen Bundesländern unverbindlich, im Sinne von, die Eltern können am Ende entscheiden, auf welche Schule ihr Kind geht. Aber dass die Eltern dann sozusagen sagen, oder sich dagegen entscheiden, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, weil sie, ich weiß nicht, Angst vor dem Scheitern haben. Warum? Aber erstmal, lass uns kurz sortieren, ist wichtig, die drei Teile zu unterscheiden. Ja. Ja. Also wenn man jetzt Kinder in Armut betrachtet, dann ist der erste Teil, den haben wir ja vorhin besprochen, ne? Familie und das gesamte Umfeld prägen das Kind sehr stark. Ja. Das führt dazu, dass man tatsächlich Unterschiede messen kann vor der Einschulung schon. Das heißt, das ist ein Ort, an dem die Ungleichheit ganz besonders entsteht. In der Familie und im Umfeld. Wie anregend ist das häusliche Umfeld, weil man nun mal vor der Einschulung ziemlich viel zu Hause ist. Sehr viel, fast nur. Und auch später in der Grundschulzeit und auch in der weiterführenden Schule ja mindestens genauso viel mit seinen Eltern und in der Familie zu tun hat wie in der Schule, wenn man allein die Zeit rechnet. Deswegen natürlich, das eigene Milieu ist sehr wichtig. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist das Bildungssystem selbst. Und da sieht man, dass es Bewertungsverzerrungen gibt und auch bei den Übergangsempfehlungen die Probleme, die du besprochen hast, thematisiert hast. Aber die sind im Vergleich zu dem ersten Bereich bei weitem nicht so stark. Also es gibt da Verzerrungen, aber wenn ein Kind so richtig gute Noten hat, alles Einsen hat oder Einsen und Zweien, dann ist es zumindest heute nicht mehr so, dass da keine Gymnasialempfehlung ausgesprochen wird. Es war tatsächlich anders noch in den 80ern und auch noch in den 90er Jahren. Das ist tatsächlich deutlich besser geworden. Also wenn man die Ungerechtigkeit bei der Lehrerempfehlung thematisieren wollte, dann hätte man in den 80er und 90er Jahren, angeblich die guten alten Zeiten, da hätte man, glaube ich, justiziable Dinge gefunden. Das ist heute nicht mehr so einfach. Und im Übrigen werden nicht Migrantenkinder systematisch unterschätzt oder schlechter bewertet oder beurteilt, sondern eher hat es mit der sozialen Herkunft zu tun, nicht mit dem Migrationshintergrund. Und der dritte Teil, und das ist etwas, was ganz schön stark ins Gewicht fällt, stärker als das Lehrerurteil, ist die Entscheidung der Menschen selbst. Also beim Übergang Grundschule-Gymnasium oder Grundschule-weiterführende Schule, die Eltern, in den meisten Bundesländern entscheiden die Eltern relativ frei. Und die Eltern entscheiden sich, wenn sie privilegiert sind, regelmäßig fürs Gymnasium, völlig unabhängig davon, was die Empfehlung ist. Und die Eltern aus benachteiligten Milieus, gerade wenn sie wirklich sehr in sehr prekären Verhältnissen leben, entscheiden sich sehr häufig
also überproportional häufig gegen ein Gymnasium trotz Gymnasialempfehlung. Und das geht im Übrigen sogar in Bayern. Also Bayern hat in Anführungsstrichen eine verbindliche Übergangsempfehlung. Mhm. Die ist gar nicht verbindlich. Das ist eine Höchstgrenze. Jetzt könnte man ein bisschen polemisch sagen, Bayern scheint auf Höchstgrenzen, auf Obergrenzen zu stehen. Es heißt einfach, das, was empfohlen wird, ist das Höchste, was geht. Aber man darf nach unten abweichen. Und das wird in Bayern auch regelmäßig gemacht. Ne? Dass gerade Arbeiterkinder und Kinder von aus arbeitslosen Familien, aus Familien in prekären Lebenslagen werden doch messbar nicht auf ein Gymnasium geschickt, obwohl sie auf ein Gymnasium gehen könnten. Mhm. Und dieses sozial verzerrte Entscheidungsverhalten, das überträgt sich irgendwann auf die Kinder. So kommt der Bildungstrichter, den wir alle andauernd vorgehalten bekommen, zustande. Dass also diejenigen, die Abitur machen und aus benachteiligten Familien kommen, häufiger nicht sich trauen zu studieren. Wenn sie studieren, häufiger abbrechen. Wenn sie den Studienabschluss schaffen, seltener eine Promotion sich zutrauen und. Das heißt, es gibt soziale Filter und die haben ganz viel damit zu tun, dass die Menschen offenbar ihre Herkunft in sich tragen. Und das ist Habitus. Da kommt man mit dem Habitus weiter. Und dafür können wir dann nicht mehr die Grundschullehrerin verantwortlich machen, dass 23, 24, 25-Jährige sich Dinge nicht zutrauen oder aus welchen Gründen auch immer nicht machen, die sie machen könnten. Und diejenigen, die Gleichaltrigen mit dem gleichen Abschluss aus privilegierten Verhältnissen, machen es einfach. Das ist eben so eine Sache. Und es kann, wenn man sich darüber im Klaren ist, was das eben bedeutet, aufzusteigen, wenn ich da direkt mal ansetzen kann, damit man auch mal sieht, dass Bildung hat natürlich, also Bildung ist eine tolle Sache und Bildung ist auch verwertbar. Also es ist tatsächlich möglich, sozial aufzusteigen über Bildung, das ist so. Aber Bildung hat einen sehr ambivalenten Charakter für Menschen, die aufsteigen. Denn, und das beschreibe ich ja ausführlich, Menschen, die aufsteigen, erleben zunehmend, das ist ja irgendwie trivial, aber wenn man sich damit dann ausführlich beschäftigt, doch eine heftige Sache. Wer von unten nach oben aufsteigt, der distanziert sich sozial von seinem Herkunftsmilieu. Und diese Distanz von der Unterschicht in die Oberschicht, sage ich jetzt einfach mal, die drückt sich auch innerlich aus. Also man entfremdet sich von den eigenen Eltern unter Umständen. Dinge verlieren an Bedeutung, die in der Kindheit und Jugend wertvoll waren, werden entwertet. Und die Menschen, die einen lieb haben und die einem zu dem haben werden lassen, der man oder die man ist, verlieren an Bedeutung. Und man hat sich weniger zu sagen. Man versteht sich nicht mehr blind. Wo Familie ja eigentlich so ein solidarisches Band ist, wo man sich blind versteht. Wir streiten uns, also alle streiten sich mit ihren Eltern, aber normalerweise streitet man sich, weil man sich so ähnlich ist und betont dann die Differenz. Bei Aufsteigern ist es nicht so. Da müsste man die wenigen Gemeinsamkeiten, die man noch hat, betonen. Die Differenzen werden unfassbar groß. Es dehnt sich. Es überdehnt vielleicht sogar. Und das ist so, dass man sagen kann, Aufsteigerinnen erleben mindestens eine Zwischenzeit den Aufstieg als Verlust. Ja, kann man sagen, dass die Aufsteiger am Ende dann trotzdem verlieren, obwohl sie aufsteigen? Also so oder so. Kinder aus sozial schwächeren Familien werden einen Schmerz und einen sozusagen Verlust oder einen Mangel erleben, egal ob sie aufsteigen oder nicht aufsteigen. So ist es. Manchen stellt sich vielleicht sogar die Frage, wie es wäre nach dem Aufstieg, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Also es gibt sicher auch Leute, die darüber nachdenken und sich irgendwie das alternative Leben vorstellen, das Leben irgendwie das Leben der Eltern. Das beschreibst du sehr ausführlich. Ich finde es sehr spannend, wie du das auch sozusagen vergleichst mit in der Kombination sozial schwacher Background und Migrationshintergrund. Fand ich auch interessant. Also wie du gesagt hast, das, was du beschreibst, bezieht sich vor allem auf Kinder aus sozial schwächeren Familien. Und von denen können und sind ja auch viele Menschen und Familien mit Migrationshintergründen. Und da kommt natürlich die kulturelle Komponente auch noch dazu. Genau, also ich frage mich dann so ein bisschen, du gibst ja am Ende deines Buches auch nochmal so einen Ausblick,
wie man was besser machen könnte. Du sagst, man, also es gibt Leute, die bauen Luftschlösser und die träumen ganz ambitioniert, aber es hat wenig mit der Realität zu tun. Und die härteste Realität, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist doch eben das, was verinnerlicht ist, oder? Dieser Habitus und auch sozusagen das, was ich aufgesungen habe, als ich aufgewachsen bin und als ich sozusagen meine Eltern um mich herum hatte. Genau. Wie kriegt man das raus aus den Kindern? Genau. Muss man das rauskriegen? Die These ist, dass es deshalb schmerzhaft ist, weil es so sehr verinnerlicht ist. Und man könnte sagen, man müsste sich Mühe geben, dass es gar nicht erst, dass so ein Habitus aus der Unterschicht sich gar nicht erst so verfestigt. Ich beschreibe das ja auch mit so einer Metapher, die vielleicht leichter zugänglich ist, dass Kinder in armen Verhältnissen, die verhalten sich wie ein Insolvenzverwalter. Ja. Und das zeigt schon, und deswegen benutze ich diese Metapher, dass sie sich klug verhalten. Also sie sind klug. Die sind total clever und machen alles richtig. Ein Insolvenzverwalter oder ein Oberbürgermeister in der Kommune mit Haushaltssperre, die denken, müssen kurzfristig denken, die müssen funktional denken, ne, weil sie jeden Tag kurzfristige Knappheitsprobleme lösen müssen. Müssen sie kurzfristig denken und funktional, das heißt, was bringt mir das? Ich kann jetzt kein Risiko eingehen, damit wären wir beim Dritten. Sie müssen auf Nummer sicher gehen. Sie bauen keine Luftschlösser oder wegen Alternativen ab, sondern sie haben ein Muster, das Unsicherheit vermeidet. Am Ende tun sie dann immer das Gleiche. Wer Unsicherheit vermeidet, wer keine Risiken eingehen will, macht dann irgendwann immer das Gleiche. Was tun also die Kinder? Denken kurzfristig, sind nur motiviert und also wenn sie genau wissen, wofür das gut ist, Bildung ist etwas, wo man eben nicht weiß, was am Ende bei rauskommt, zumindest derjenige, der noch in der Phase ist. Und immer das Gleiche tun, ist halt auch ungünstig. Aber das sehen wir ja. Insolvenzverwalter machen alle immer wieder das Gleiche. Ne? Sie würden sogar verklagt werden, wenn sie irgendwas Innovatives, Cooles, Hippes machen. Und wenn die langfristige Pläne machen würden, ne? Was für eine Vision können wir für dieses Insolvenzunternehmen aufstellen? Vision 2040 oder so. Ne? Das packt man sich an den Kopf. 2040, wir müssen gucken, wie wir die nächsten Monate über die Runden kriegen. Und wenn genau so ein Muster durchbrochen wird, dass es sich gar nicht verfestigt, denn der Unterschied zwischen einem Insolvenzverwalter, der das nur beruflich macht, und einem Kind, das so aufwächst, ist, dass der Insolvenzverwalter vielleicht wohlhabend ist und zu Hause ganz anders lebt, langfristig und so weiter denkt. Das Kind, das aber so aufwächst, wird irgendwann dieses Denkmuster kaum los. Das ist dann irgendwann zum Charakter geworden, zur eigenen Mentalität geworden. Und dass man das aufbricht, dass es also nicht schlecht ist, anwendungsorientiert zu denken, funktional zu denken, aber dass es eben auch nicht unbedingt gut ist, nur so zu denken. Und das kann man eben dadurch hinbekommen, dass man es erweitert. Also ich sage ja nicht, dass jetzt alle kleinen Kinder an die Oper herangeführt werden müssen. Ne? So völlig ich sag mal, entfunktionalisierte Form von Musik, ne? Zum Beispiel, ne? Beschreibe ich da ausführlich, sondern handwerkliche Arbeit ist total gut. Ich finde, das sollte jedes Kind lernen. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die einen so, die anderen so, sondern, und da, ich bringe es jetzt auf den Punkt, plädiere dafür, dass in den Schulen alles erlebbar ist, was die Welt zu bieten hat. Und zwar im Bereich Musik, in der Ernährung, bis hin zu allen anderen, also alles, was mit Kunst und Kultur, Handwerk und ich bin so ein Gartenfreak, also alles, was mit Botanik und Gartenbau zu tun hat, ich verstehe gar nicht, wie man das Kindern warum man das Kindern vorenthalten sollte. Und das heißt, arme Kinder würden unheimlich davon profitieren, weil sie im Prinzip Dinge erleben, die dann nicht mehr mit ihrem Armutskontext aus ihrem Herkunftsmilieu zu tun haben, sondern die Perspektive umfassend erweitern. Und Schule, wie du gerade gesagt hast, ne, das beschreibe ich ja in jedem Kapitel, ist deren einzige Chance, die Perspektive zu erweitern. Und privilegierte Familien profitieren davon, weil wir im Augenblick die Situation haben, dass Mütter und Väter beide Karriere machen in privilegierten Familien und deswegen beide
und besonders die Mütter, empirisch gesehen, aber eigentlich beide, die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich nicht anständig um ihre Kinder kümmern können. Und wenn in den Schulen es nicht nur um Betreuung geht, sondern um Bildung im weitesten Sinne bis in den späten Nachmittag, dann würden da alle von profitieren. Jetzt könnte ich noch 10 andere Gründe nennen, aber das Buch soll ja noch gelesen werden. Ich hab ja auch noch 1000 Fragen, aber wir haben leider nicht 1000 Stunden, sondern nur noch eine Viertelstunde. Und ich habe auch schon Fragen bekommen von Leuten, die zuschauen. Und zwar eine Frage, die passt gerade ganz gut zu dem, was du erzählt hast, zum Gärtnern und zum Handwerk. Da fragt jemand, würde es nicht auch helfen, den Bildungsfetisch insofern zu unterlaufen, dass handwerkliche und technische Berufe stärker gewertschätzt werden? Ja, das ist... Was sagst du dazu? Das wäre total sinnvoll. Das wäre total sinnvoll. Nur die Frage ist, wie man das hinbekommen soll. Also das wäre eine Lösung aus dem Problem der Bildungsexpansion. Das können wir jetzt nicht besprechen, aber das ist ja ein ganzes großes Kapitel in dem Buch, dass wir expandieren. Wir haben heute mehr Gymnasiasten als Schüler in den anderen Schulformen. Wir haben heute mehr Studierende als Azubis. Und das hat damit zu tun, dass eben akademische Bildung höher gewertschätzt wird als nicht akademische berufliche Bildung. Und das zu ändern, wäre total gut. Also es wäre wirklich sinnvoll, daran was zu ändern. Nur das Rad zurückzudrehen, glaube ich, geht nicht mehr. Es sind unheimlich viele Jobs und Positionen. Selbst im öffentlichen Dienst jetzt werden an Bachelor-Absolventen vergeben, für die es früher eine duale Ausbildung gebraucht hat. Mhm. Und wir haben heute, wir kommen bald an 3 Millionen Studierende gleichzeitig ran. Das ist, keine Ahnung, wie viele Fache von vor ein paar Jahrzehnten. Und wir haben nur 600.000 ungefähr Auszubildende, Ausbildungsplätze. Also wer das ändern möchte, der muss einmal Auszubildende besser bezahlen. Also, nee, nicht Auszubildende, sondern gelernte Fachkräfte, die eine Ausbildung gemacht haben, besser bezahlen, ihnen bessere Arbeitsbedingungen geben und gleichzeitig die Anzahl der Ausbildungsplätze auch erhöhen. Denn es ist für den Staat sehr einfach, die Studienplätze zu erhöhen, einfach mehr Unis bauen oder sonst was. Die Ausbildungsplätze, da haben ja andere Akteure was mit zu tun, ne? Die Wirtschaft. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist total berechtigt. Ich fände das echt gut, besonders weil ich den Eindruck habe, dass wir auch nochmal drüber nachdenken müssen. Beschreibe ich in dem Buch nur am Rande, dass es doch anders aussieht als gedacht, als früher gedacht, dass Maschinen, Algorithmen, künstliche Intelligenz wahrscheinlich eher unser Brain ersetzen, als wir es hinbekommen, einen Dachdecker zu ersetzen. Oder ne, jemanden, der in kleinen Häusern die Treppen runtergeht, bis wir so einen Roboter haben, der das überall hinbekommt, dauert es wahrscheinlich länger, als bis wir KI produziert haben, die deinen Job bei der Taz ersetzt. Ne? Und dementsprechend macht es unheimlich viel Sinn, Arbeit mit der Hand, und zwar kreative Arbeit mit der Hand auch, ne? Viel mehr wertzuschätzen, und die wird wahrscheinlich viel schwerer nachher ersetzbar sein. Das ist eine These, das muss auch gar nicht stimmen, aber ich glaube, dass erstmal auf absehbare Zeit das Rad nicht zurückgedreht werden kann, und deshalb mache ich eben andere Vorschläge. Ja. Ich kriege hier ganz viele Fragen, ich kann leider nicht alle sozusagen mit dir diskutieren jetzt. Aber die Antwort auch kürzer. Nee, alles gut. Aber genau, wir müssen ein bisschen aussortieren. Es tut mir leid an alle, die Fragen stellen und die jetzt gerade nicht vorgelesen werden. Aber diese eine Frage, die letzte, kommt von Anke Krause, und sie bittet dich, etwas mehr zur Verinnerlichung von Dominanz und Unterdrückung zu sagen. Genau, und wie dieser, wie sie in die Entwicklung eines Habitus der verlorenen Zugehörigkeiten reinspielt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber sozusagen verinnerlichte Dominanz im Zusammenhang mit Habitus.
all das, was du eigentlich vorhin beschrieben hast, was wir auch diskutiert haben. Ja, ich mache es an was anderem. Ja? Genau das und eigentlich die entscheidende Frage, die sie auch stellt, ist und eben mit dem Blick nach vorne, welche Rolle Bildungseinrichtungen spielen können, um das aufzubrechen. Ich meine, du hast es gerade gesagt, sozusagen ein Ganztagsmodell, wenn ich das richtig verstehe, wo sozusagen die Schule wirklich nicht nur den Lehrinhalt weitergibt, sondern all die anderen Erfahrungen auch ermöglicht. Glaubst du, das ist ausreichend, um diesen Habitus sozusagen aufzubrechen oder irgendwie aufzulösen? Kann es eine Bildungseinrichtung überhaupt leisten, das, was ich sozusagen, ja, was in mich hineingegangen ist und was ich aufgesungen habe, dass ich das irgendwie verändere? Also die Bildungseinrichtung, so wie wir sie jetzt haben, kann das auf keinen Fall leisten. Also Lehrer können das leisten, wofür sie ausgebildet sind. Ich war ja selber 6 Jahre im Schuldienst. Die sollen Unterricht machen. Und von mir aus kann man meckern darüber, dass sie den Unterricht besser machen sollen oder sonst irgendwie, aber man kann von denen nicht viel mehr erwarten. Und deswegen plädiere ich nicht dafür, dass die Schule so bleiben soll, wie sie ist und nur ein bisschen Ganztag, sondern dass wir aufhören müssen, Schule als Ort nur zu begreifen, wo Lehrer arbeiten. Das ist sozusagen nur noch eine Säule. Und eine gleichberechtigte zweite Säule sind andere Professionen. Da müssen Leute rein, die nicht Lehrer sind und sich um die Kinder kümmern. Multiprofessionelle Teams verschiedenster Expertisen, aber auch alle möglichen Vereinsstrukturen, die wir haben, die gehen ja eh gerade zu dem Bach runter, weil die Kinder ganztags in der Schule betreut werden, mittelmäßig und. Also dann kriegt man das schon hin. Wenn alle Kinder sozusagen alles, was unsere Gesellschaft zu bieten hat, in der Schule erleben können, dann wäre das was. Also alleine nur, wenn man sich anschaut, was am ungleichsten verteilt ist, ist der echte, reale Zugang zu Musikinstrumenten. Also ein Musikinstrument nicht nur mal gesehen zu haben, sondern es dann auch zu beherrschen. Es ist unfassbar ungleich, weil unter uns die ganzen kleinen Mädchen und Jungs, die dann irgendwann Geige spielen, sind da ganz häufig nicht ganz alleine drauf gekommen. Ja. Also Eltern haben kluge Strategien, sowas hinzubekommen. Und also lange Rede, kurzer Sinn, das muss alles in den Schulen erfahrbar sein. Und gleichzeitig hat natürlich, recht? Frau Krause. Ich will es mal an was anderem festmachen, Schamgefühle. Also Schamgefühle aufgrund von Armut, aufgrund der eigenen Lebensverhältnisse und auch, weil man das Gefühl hat, das nicht so gut zu können wie andere. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich es total gewohnt bin, als Kind oder als Jugendlicher mit Leuten zu sprechen, die Status höher sogar als Lehrer sind. Lehrer ist für mich dann nichts Besonderes. Oder ob die Lehrkraft die statushöchste erwachsene Person ist, die in meinem Alltag zu sehen ist. Das führt dazu, dass natürlich Kinder sich ganz anders verhalten. Das merkt man im Übrigen, ich merke das sofort, wer zu mir in die Sprechstunde kommt, da merkt man, wie die Personen sprechen mit einem Professor, besonders wenn es Erstsemester sind, da kriegt man schon sehr deutlich mit, so unter uns, das merkt man, wie einschüchternd so ein Gespräch für eine Person sein kann. Das hat viel zu tun mit der Sozialisation und was man für Erfahrungen hatte und. Und das kann man jetzt auf alles Mögliche ausbreiten. Ein Geschäftsessen, ne, wo man dann irgendwo ganz fein in so einem Sterne-Restaurant oder so ist. Da merkt man Menschen häufig noch im hohen Alter die Herkunft an. Und das hat alles mit Schamgefühlen zu tun und Schamgefühle blockieren. Das ist ganz häufig so. Die können manchmal auch Auslöser von Kreativität sein. Das ist gut. Aber ganz häufig blockieren sie. Und diese Differenzerfahrung, das wäre eben wichtig, mit der muss man spielen. Also man muss spielen damit, dass es Reibung gibt. Reibungen entstehen ganz häufig, wenn Menschen mit unterschiedlichen Habitus, Bildungsauftrag, das ist der Plural von Habitus, wenn unterschiedliche Habitus aufeinandertreffen, dann gibt es Reibung oder Dissonanz. Und wenn die sehr ähnlich sind, gibt es eine Harmonie. Oder Resonanz. Und diese Reibung, die ist eigentlich voll gut. Also die kann echt Anlass für Kreativität, Spontanität und wirklich Lernprozessen sein, aber sie kann eben auch Anlass für Scham sein. Und solange man als Lehrkraft Unterricht macht und sonst nichts, kriegt man das schlechter aufgebrochen,
als wenn dort multiprofessionelle Teams sind und man wirklich auch die Kinder, die Erwachsenen in den Schulen auch anders kennenlernen, als nur die Person hinterm Pult, die den Lehrplan durcharbeiten muss, was ja richtig ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das muss alles mit bearbeitet werden, aber sowohl das Schamgefühl, was ja mit der Knappheit zu tun hat und mit dem Zusammenkommen verschiedener Lebenswelten, als auch alles andere, was ich gerade genannt habe, kann man auflösen, indem die Schule im Prinzip das alles erweitern muss, was in dem eigenen Herkunftsmilieu und in der eigenen Familie nicht möglich ist. Ja, es ist, ich finde es sehr ambitioniert. Genau, also es ist echt ein sehr ambitioniertes Ideal, was du da formulierst, weil ich bin da schon kritischer oder pessimistischer als du, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass man das rauskriegt aus einem. Und die Frage ist halt auch, will man es sozusagen ablegen? Es soll gar nicht erst rein, aber ich meine, du wächst mit der Familie auf, mit der du auswächst. Du wächst mit den Eltern auf, mit denen du aufwächst. Und im Grunde ist dein Vorschlag ja sozusagen, den Lebensaspekt Schule zu erweitern, also zeitlich, aber auch inhaltlich und verschiedene Erlebnisse zu ermöglichen in der Schule. Und ich glaube, dass diese Art von Erweiterung es ermöglichen könnte, diese Konflikte abzufedern, sozusagen diese Konflikte, die man erlebt, sozusagen die Differenz, die man erlebt von zu Hause und Schule, von Innenwelt und Außenwelt. Ich glaube, da könnte eine Art Vermittlung stattfinden und die Konflikte könnten sich abmildern, aber dass man sie weiterhin erleben wird und dass man sozusagen diese Distanz, die du auch beschreibst, die man zu den Eltern einnimmt und zum eigenen Milieu einnimmt, wenn man aufsteigt. Ich glaube, dieser Schmerz, der wird bleiben, solange die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und ich meine, ich musste auch, als ich dein Buch gelesen habe, musste ich auch an zum Beispiel an das Buch Rückkehr nach Reims denken von Didier Eribon. Ich weiß nicht, ich vermute, du hast es gelesen, bevor du dir auch sozusagen bestimmte Punkte gesondert ausgesucht hast und sie diskutiert hast. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese Scham und dieses Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören, obwohl man schon ganz viele Abschlüsse eingehäuft hat und irgendwie ein Renommee auch in einer Öffentlichkeit, in einer intellektuellen Aber da muss ich nochmal kurz rein, dass man sich von seiner Familie distanziert, das kriegt man wahrscheinlich dadurch nicht ganz aufgefangen, aber dass man sich eher irgendwo anders zugehörig fühlt oder zumindest bessere Bezugspunkte hat, das kriegt man genau dadurch besser hin, wie ich es beschreibe. Dass man also systematisch mehr oder weniger darauf vorbereitet wird. Ja. Dass man das alles nicht zum ersten Mal erlebt, wenn man 20 ist, sondern viel eher. Und gerade wenn man in der Kita und in der Grundschule die Offensive macht, da würde ich das meiste rein investieren, also wirklich ganz früh, dann besteht eine gute Möglichkeit, dass die Kinder nicht das internalisieren und später halt sich genauso bei ihren Entscheidungen verhalten, wie die Eltern sich vorher verhalten haben. Also ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass man das hinbekommen kann. Die Distanzierung von den Eltern, je nachdem, wie verfestigt das Herkunftsmilieu ist, das kann man wahrscheinlich, da gebe ich dir recht, nicht ganz abfedern. Ja, also ich glaube, es ist eine Frage des Umgangs. Also diesen Konflikt, den wird es geben, diese Differenz gibt es. Wie gehen wir damit um sozusagen? Und wie wir damit umgehen, hat natürlich Einfluss darauf, wie groß der Schmerz ist oder wie groß die Enttäuschung und die Konflikte auch sind, die man erlebt, die Scham. Insofern ist das schon ein schönes Bild, das du am Ende auch entwirfst. Also sehr wohl konstruktiv. Ich meine, wenn man sozusagen dein Buch liest, dann du betonst immer, und das finde ich sehr fair von dir, dass du immer sozusagen die guten Seiten des existierenden Bildungssystems auch betonst. Aber es sind doch auch sehr viele Probleme da und vor allem mit Hinblick auf soziale Ungleichheit. Und genau, am Ende gibt es dann nochmal sozusagen eine Perspektive. Und wir sind jetzt nur noch 2 Minuten on air. Deswegen würde ich jetzt nochmal sagen an alle Menschen, deren Fragen ich nicht vorlesen konnte und die du nicht beantworten konntest. Ich habe die Fragen gelesen und ich kann euch und Ihnen sagen, die sind in diesem Buch. Genau. Also einfach kaufen und lesen. Und da werden ganz viele Fragen besprochen. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber die Zeit, sie geht zu Ende. Und vielleicht können wir das mal persönlich und privat klären. Es geht in dem Buch auch um Hip-Hop und Punk.
sozusagen Jugendkulturen, da habe ich so ein bisschen, genau, Widerspruch auch entwickelt zu deinen Thesen, da können wir vielleicht noch diskutieren. Aber vielen Dank, Aladin, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, mir hat es sehr viel gegeben. Ich hoffe, den Leuten, die zugeschaut haben, auch. Ich wünsche dir alles Gute und mach weiter so. und ja. Volker, mach's gut. Mach's gut. Alles Gute. Bis bald. Bye bye. Tschüss. Ciao.